Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des War of Mine. Ach ja, das war ja bisher was, ha? Wir haben, wir waren jetzt im Krankenhaus und jetzt im Krankenhaus. Müssen wir natürlich schauen, Tag 20, da wird uns einiges erwarten, dass wir erstens was zum Essen haben. Na, das ist auch Mangelware. Entschuldigung. Wie ihr seht, wir haben nur ein einziges Dosenfutter. Dann müssen wir schauen, dass wir die Tochter jetzt finden. Das heißt, den Wachmann befragen. Und das Ding hier müssen wir auch mal irgendwie hinkriegen. Irgendwie ist das immer noch nicht so richtig. Verdammte 4 Grad, ey. Ach, ist unten was in die Falle gegangen? Nein, natürlich nicht. Natürlich ist nichts in der Falle drin. Warum sollte da auch was drin sein? Ist ja, keine Ahnung. Dann wäre ja was in der Falle drin. Ja, gut. Wir sollten auch ihn hier, glaube ich, aufwerten. War das irgendwas mit Thermometer? Oder was war hier? Ja, okay, jetzt bin ich selber gerade ein bisschen durcheinander. Helm und so weiter. Na, ist klar. Da, Sägeblatt. Brauchten wir irgendwas? Ah, scheiße. Ich hätte mir alle Folge angucken sollen. Okay, da fehlen uns noch Bestandteile. Wunderbar. Da. Brauchen wir da irgendwas? Nee, wir können ja Schnee schmelzen, das brauchen wir also nicht. Da holen wir uns gleich mal wieder was. Dass wir dann auch Wasser haben. So, wir sind hungrig, deprimiert, entschlossen und müde. Ist klar, wir waren natürlich auf Nacht wieder weiter. Na, nehmen wir uns gleich mal 4 mit. Ja, es bringt... Was bringt ihr schon? Ja, es bringt sehr viel, weil wir deine Tochter finden. Mann, der mäkelt auch nur die ganze Zeit umeinander. So ein kleiner Debrikasten. Naja, okay, er ist deprimiert. Dann sammeln wir auf hier. No. Und noch eins. Na komm, noch eins. Ja, noch eins, genau. So ist fein. Ja, so ist fein. So ist fein. Ja, so, mein ganzer Feiner ist er, ha? Ist ein ganzer Feiner. So. Mussten wir nicht sich hier irgendwie... Irgendwie muss man doch 3 Schnee schmelzen, war das nicht da? Was? Wir brauchen... Oh, ja, wir brauchen die Dinger. Na gut. Und Feuer brauchen wir auch. Feuer und... Ja, das kostet uns natürlich wieder... Aber eigentlich, nee, wozu? Ist ja Schwachsinn. Wir bloß Dosenfutter. Erstmal das Dosenfutter und hauen uns aufs Ohr. Mehr haben wir eh nicht, wir brauchen im Moment kein Wasser. Das wird uns am Ende bloß geklaut, was wir dann da haben. Das ist bescheuert. Das wäre dämlich. So, ab. Ich muss mich im Krankenhaus umsehen. Jemand hat Amelie dort hingebracht. Ja, das wissen wir und das werden wir auch, aber jetzt erstmal heiden. Geh mal schön schlafen. Dann Fall ist eh nichts. Tag beenden. Ja, es ist im Moment so ein Tag beenden, Tag losgehen. Bist du doof? Stadtkrankenhaus, das ist doch. Natürlich gehe ich nicht raus ohne meine dolle Pistole. Das ist mal ganz klar. So, haben wir irgendwie Dietrich oder sowas? Nö, haben wir nicht. Vielleicht bringen uns die Schaufel ja was, falls wir buddeln müssen. Und ansonsten suchen wir nach Amelia. Im Krankenhaus. Und den Wachmann müssen wir befragen. Genau, den Wachmann. Der war derjenige, welche. Genau, da. Ich brauche etwas frische Luft. Du kriegst keine frische Luft. So. Ich suche nach meiner verschwundenen Tochter. Gerüchten zufolge wurde sie hergebracht. Also ich weiß von nichts. Aber lass dich nicht davon abhalten, herumzufragen. Vielleicht weiß jemand was anderes. Ja, nee, ist klar. Man sagt, du weißt, wohin man den Doktor gebracht hat. Also, wohin man den Doktor gebracht hat. Wer hat das gesagt? Was hast du mit ihm zu tun? Ich bin auf der Suche nach meiner Tochter und er weiß vielleicht, wo sie ist. Ich muss mit ihm reden. Er wird in einer Verfassung sein. Er wird in keiner Verfassung zu reden, selbst wenn sie ihn gehen lassen, woran ich stark zweifle.
Wir hängen gerade. Bitte mal wieder da. Mein Daumen und das war. Aber ich kann sehen, dass du verzweifelt bist. Also, hier in der Nähe gibt es einen verlassenen Spielzeugladen. Mhm. Sie bringen die Leute zum Verhör dorthin. An deiner Stelle würde ich aber dort nicht hingehen. Das ist Selbstmord. Naja, wir haben eine große Puffe, das geht schon. So, hatten wir jetzt noch hier irgendwo was gefunden? Das sind Privatsachen. Ah, siehst, wir hätten doch da gebraucht, ne? Das Sägeblatt. Das ist auch Privatbesitz. Es ist kalt, ich sollte besser das Fenster schließen. Ja, ist eine gute Idee. Aber kommen wir da oben hin? Okay, alles klar. Ich bin eh nur auf der Durchreise, kurzer, alles cool. Ich suche noch meine Tochter, vielleicht hast du was gesehen. Ich glaube, an den Tagen mit der gesehen zu haben, aber seitdem nein. Ich bin zum ersten Mal hier, das muss eine Entführung gewesen sein. Oh je, armes Mädchen, ich hoffe, du findest sie. Ja, schön. Schön, dass du das für mich hofft. Nein, tut mir leid, ich wünsche wirklich, ich könnte dir helfen. Geh darüber. So. Ich bin nicht sicher, wie man da hinkommt. Kommt man da nicht durch, oder was? Oh, Alter. Ja, kann aber nicht wahr sein hier. Da hoch kommen wir auch nicht. Alles klar. Wenn ich die jetzt plünder, dann kriege ich, glaube ich, mächtig einen auf den Sack. So, die haben wir schon geäst. Schauen wir mal weiter nach oben. Ob wir da nicht doch noch irgendwo was finden. Na, da. Oh, alles mitnehmen. Hallo, ich mach keinen Ärger. Ich bin auf der Suche meiner Tochter. Ein kleines blondes Mädchen, hast du sie gesehen? Ist dem so? Lass mich raten. Du brauchst sie als Ausrede, um den humanitären Korridor zu benutzen. Wie bitte? Sie ist schwer krank, ich muss sie finden. Schon klar, du bist nicht der erste Rebell, der versucht, die Stadt in Gestalt eines unschuldigen Eltern zu füllen. Boah, fick dich, du kleiner Wichser. Ich weiß genau, wie das Blut in deinen Händen klebt. Treib bloß keinen Unfug, ich behalte dich im Auge. Alter, willst du hier sterben oder was? Nichts, das sich lohnen würde mitzunehmen, okay. Ah. Lohnt sich auch nicht. Ah, okay. Kommen wir so wieder nicht hin? Ah, naja, weißt du was? Scheiß drauf, schau mal nach. Was für ein Arschloch, echt. Das lohnt sich ja nicht. Lohnt sich ja nichts hier. Ach, jetzt kommst du da hoch? Willst du mich doch verarschen, echt, ey. Ah, du willst mich auch mitgenommen haben. Denn hätten sie sich gerade, wir haben einen Hinweis und den müssen wir finden. So. Na dann, was steht denn da? Hier ist nicht viel übrig. Moment, ist das etwas? Zum Teil verbrannte Krankenhausunterlagen. Das sollte ich mir ansehen. Was haben wir da? Hier stehen ein paar Zahlen neben Namen. Ich kenne die Bedeutung der Zahlen nicht, aber Amelias Name wird hier aufgelistet. Sie war hier. Okay. Tja, wat nu? Wat nu? Mal schauen. Bringt da nichts. Schauen wir da rein. Ist mir das scheißegal. Hier ist auch nichts. Ach, ich weiß ja nicht, wie man da hinkommt, genau. Ich bin ja zu doof dafür.
Deswegen weiß ich nicht, wie man da hinkommt. Wir müssen hier aber auf jeden Fall nochmal mit dem Sägeblatt zurückkommen. Da ist echt nichts drin, Alter. Also nichts, was wir gebrauchen können. Moment. Das ist nicht zu glauben. Na komm. Die Gewinde habe ich. Die brauchen wir nicht. Nur gib mir schon was. Okay, er gibt mir nichts. Dann rennen wir jetzt zum Ausgang. Zurück. Und dann müssen wir morgen Selbstmord begehen. Oder irgendwie so. Ja, gut. Das wäre erledigt. Schauen wir mal, ob jetzt was in unser Vater gegangen ist. Oder wurden wir an Tag 21 vielleicht geplündert? Oh mein Gott. Nein, alles gut. Cool. Passt. Wir haben wieder was gefunden. Was sagt die Falle da hinten? Falle sagt, wir haben nichts. Oh, Bio. Als ich beim Krankenhaus eintraf, hatte man Amelia bereits einen anderen gebracht. Ich muss diesen Doktor sprechen, bevor ihn die Soldaten umbringen. Oder ich werde sie vielleicht niemals finden. Oder wir bringen die Soldaten um. Amelias Name war in den Unterlagen der Krankenhaus aufgelistet. Sie war dort. Ja, sie war dort. Definitiv. Und wir werden sie finden. Gut, jetzt Moment mal. So, jetzt schauen wir mal. Können wir da aufwerten? Eines nach dem anderen. Können wir immer noch nicht. Wir haben, glaube ich, keine mehr, oder? Ach so. Ja, gut, wenn wir nichts haben, ne, haben wir nichts. So, aber ich stelle jetzt nochmal eins her. Zum Essen haben wir natürlich nichts gefunden, was ziemlich ärgerlich ist. Denn wir sind ja wieder hungrig, wie jeden Tag. Viel Fraß, echt. So. Auch wieder was rein. Und, naja, kann auch schon wieder schlafen gehen. Bringt alles nichts. Das bringt alles nichts. Oh, da ist jemand an der Tür. Ach, das ist unser Tauschboy. Wunderschön. Hallo, Tauschboy. Na? Hallöchen. Hat der denn was da? Eigentlich nicht. Achso, jetzt unsere Sachen. Da drüben müssen wir gucken. Das wollen wir auf jeden Fall. Nein, Dietrich müssen wir noch nicht herstellen. Und die Munition. Kriegst du hier, guck mal, schöne Schmuckteile. Sehr großzügig, aha. Ja gut, dann kriegen wir noch was dafür. Das ist sehr schön. Weiß nicht, brauchen wir davon zwei? Ach, jetzt reicht schon wieder nicht mehr. Oh, so ein Sack. Nein. Okay. Das reicht nicht. Ja gut, dann lassen wir es bei und fertig. Wir haben wieder Essen. Habe ich jetzt den da nicht mit reingepackt? Oh, Scheiße. Ja, leck mich doch am Arsch. So ein Scheiß. So ein Mist. Ich will nicht großzügig sein, nein. Jawohl, dann sind wir eben großzügig. Gibt's uns einen davon noch? Okay, will er auch nicht. Ach, Scheiße. Mann, ey. Und wir können uns einigen. Jetzt hatte ich echt da vergessen, das Essen dann einzupacken, ey. Ja, kannst dich verpissen. Essen. Essen machen.
wir werden hungrig. Ja, schauen wir mal, nicht bitte dann. Achso, nee, das sollen wir herstellen, ne? Das reicht euch. Siehst du, wir haben eh genug Wasser. Herstellen. Wir haben eh mehr als genug Wasser. Das ist also kein Problem. So, dann essen wir noch was und dann gehen wir wieder ins Bettchen. Schön schlafen. Damit wir sind nicht müde. Wenn wir gehen, Soldaten erschießen. Das ist ganz wichtig. Nicht müde sein. So. In die Falle ist natürlich wieder nichts reingetappt. Ja, das ist doof. Was machen wir denn da? Was könnten wir jetzt noch machen? So ein Sägeblatt herstellen? Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee, wenn wir gleich ein Sägeblatt herstellen. Ich weiß der Himmel, ob wir das in der Tankstelle da nicht brauchen. Im Krankenhaus hätten wir es gebraucht, hatten wir es aber nicht dabei. Beziehungsweise hatten wir gar keins. War natürlich nicht so toll von mir. Ja. Aber irgendwie, ich krieg den Heizkessel da nicht mehr unter 2, ne? Leer wird er nicht mehr. Ich verstehe sowieso nicht, da ist Holz drin, aber er kann nicht heizen. Das ist sowieso ganz widersinnig. Ganz, ganz komisches Ding. So. Wir legen uns schlafen. Ja, und soweit haben wir damit dann alles erledigt, oder? Dann gehen wir mal in den nächsten Tag. Oder beenden wir mal den Tag, ne? Ach, Spielzeugladen war das ja, genau. Etwas Material, etwas Medikamente, etwas Teile. Also alles nur ein bisschen was mehr. Gut. Also, wir wissen, wir nehmen mit das hier und das hier. Wir wissen, nehmen mit das hier und das hier. So, dann haben wir natürlich jetzt einige Plätze verbraucht, aber das könnte es wert sein. Das könnte es wert sein. Und so begeben wir uns auf die Suche nach Amelia. Wieder einmal. Okay. Ah, hier halten Soldaten den Doktor fest. Ich weiß vielleicht, warum er hier ist. Gut, das wird jetzt... müssen wir mal gucken, dass wir da nicht in Probleme geraten. Ich nehme mal alles mit. Ist erstmal wurscht. So ziemlich alles liegt dann nach dem Bombenangriff in Trümmern. Oder sonst je gelingt, die Stadt wieder aufzubauen? Nein. Wir hängen schon wieder. Toll. Was ist denn da los? Danke. Und wir hängen schon wieder. Mann, heute ist aber der Wurm drin. Gut. Wir machen ein bisschen Krach. Alles nehmen. Da geht's hoch. Okay. Ah, da kommen wir auch nochmal gleich. Dann nehmen wir da gleich mit. Okay. Sieht gut aus, dass wir als nächstes dann die Waffenstation... erweitern können. Oh, gibt gleich noch Munition. Wunderbar. Aber von Soldaten ist jetzt erstmal nichts zu sehen. Schauen wir mal da rein. Zwei Soldaten. Fick dich, Sau, du. Ah, nein!
Wieso hat der auf mich geschossen? Ich war doch versteckt. Fuck. Wir sind gestorben. Tag 22. Das war's. Amelie ist verloren. Das kann nicht wahr sein. Ja, toll. Ausgeplündert ist es auch relativ wurscht. Ja, ich weiß, dass wir nicht überlebt haben. Ja, wunderbar. Ein toller Abschluss. Oh. Möchtest du vom Vortag fortsetzen? Okay. Das heißt, wir stehen jetzt wieder Tag 21. Okay. Interessant. Ja, gut. Okay. Ja, das Bio hat man ja schon alles gelesen. Ich wusste nicht, dass man am Vortag nochmal fortsetzen kann. Aber ich werde da mit den Soldaten wohl anders hantieren müssen. Ach, wir brauchen ja wieder Holz. Genau, da war ja was. Nein, hier das da. Einmal bitte. Kommt dann diesmal jetzt auch unser Händlertyp oder ist es so ein random Ding und der kommt eigentlich nicht? Ach, jetzt habe ich verkackt. Soll's da. Sieht so eine Falle aus, da ist nichts drin. So, eingeheizt. Okay. Das ist die Frage, kommt jetzt der Händler oder nicht? Aber ich sehe gerade, wir haben keinen Schnee mehr. Es hat wieder getaut, der Winter war ja schnell vorbei. Ach, wäre schön, wenn das Realität wäre. Mit 7 Grad ist es natürlich trotzdem nicht warm, aber ey, kein Schnee mehr. Wieder hungrig deprimiert, ja. Aber jetzt wissen wir schon mal, die Soldaten sind eher darauf, sofort zu schießen. Und da kommt unser Händlertyp. Wunderbar. Genau. Dann machen wir schon mal das Händlerding. Ja, ist ja gut. Wir sind ja schon auf dem Weg. Ja, es ist jemand an der Tür, genau. So. Das da braucht man nicht. So, dann schauen wir mal hier. Einmal. Zweimal. Okay. Essen ist wertvoll, das ist ein ganz anderer Scheiß. Gut, wir können uns einigen. Ah, schon eine Patrouille reicht nicht mehr. Gut, wir haben eh 13 Schuss. Ist wurscht. Das Essen ist wichtiger. So, danke dir. Dann schnell mal was zum Essen machen. Und dann beenden wir den Tag. Oh. Ach ja, vorhin hatten wir ja noch da Dings bei ihm das Zeug geholt. Es wäre aber. Okay, wo kann man das überhaupt plündern, wenn das dann da drin ist? Herstellen. Das wäre jetzt interessant. Wenn da das Essen drin ist, ob man es dann plündern kann. Das wäre wirklich interessant. Gut, einmal essen. Weil im Inventar. Nee, erscheint es nicht. Genau. Steht einfach nur auf dem Herd. Also theoretisch kann man es auch nicht plündern. So, ab ins Bett. Schlafen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir wieder versuchen, die Soldaten umzubringen, bevor sie uns töten. Yay. Wird uns diesmal aber sicher gelingen. Bis dahin, macht es gut.